Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und ich habe mir heute Morgen Gedanken drüber gemacht. Also ich habe mich mal schon so gedanklich in den Oktober 2018 versetzt und habe mir überlegt, was steht auf der Packung drauf vom neuen Battlefield, was dieses Jahr rauskommt. Und wenn man allen Gerüchten, wenn man sich so alle Gerüchte zusammensetzt, ich habe da schon ein eigenes Video zu gemacht, und auch die neuesten Gerüchte deuten darauf hin, dass das Battlefield, was 2018 rauskommt, ja ein Spiel im Zweiten Weltkrieg werden wird. Wie gesagt, ich persönlich würde immer noch Bad Company 3 bevorzugen, aber da geht's heute gar nicht drum. Ich habe mir so gedacht, was wird denn da auf der Packung stehen? Weil die logische Fortsetzung quasi, dass man sagt, nach Battlefield 1 oder Battlefield 1, je nachdem, wie man das aussprechen mag, kommt ja Battlefield 2. Das Problem ist, egal wie man es nennt, es passt irgendwie nicht. Nennt man es Battlefield 2, hat man das Problem, dass es Battlefield 2 natürlich schon gegeben hat. Ich glaube, Battlefield 2, das originale Battlefield 2, also der Nachfolger von Battlefield Vietnam, kam, glaube ich, 2006 oder 2007 oder so in dem Dreh raus. Zumindest gab es das schon mal. Das wäre natürlich blöd, ein Spiel zweimal 2 zu, das ist irgendwie merkwürdig. Die nächste Variante wäre natürlich, man könnte das Ganze Battlefield 5 nennen. Wobei Battlefield 5 jetzt natürlich die Leute, die neu eingestiegen sind, total verwirrt, weil ich meine, warum bitteschön kommt denn jetzt nach 1.5? Das ergibt ja auch überhaupt gar keinen Sinn. Absolut null. Und was könnten sie denn noch machen? Man könnte das Ding World War II nennen. Das glaube ich aber nicht, dass man das Ding World War II nennt. Oder irgendeine Abkürzung oder Abwandlung davon. Das ist einfach zu nah an dem, was Call of Duty gemacht hat. Das glaube ich nicht. Ich denke, da werden sie sich irgendwas anderes aussuchen. Übrigens, auch noch ein Problem bei Battlefield 2, ja, oder bei Battlefield 2, wenn man es, wie auch immer, ja, wenn man das so schreibt, dann wäre natürlich auch die YouTube-Suche und Suche nach diesem Spiel komplett unmöglich und für den Arsch. Wobei Google das wahrscheinlich nach einer Weile lernen würde. Google gewichtet ja Sachen, die neuer sind, höher. Dementsprechend hat man das Problem, manchmal ältere Sachen zu finden. Das wird sich wahrscheinlich in Grenzen halten, aber das wäre auf jeden Fall ein Problem. Und übrigens im Hintergrund wieder ein richtig geiles Gameplay von Hexe. Wer das Video bis hier geguckt hat, kann ja mal in die Kommentare schreiben, Hexe oder Hexe. Weil ihm immer vorgeworfen wird, er würde hacken. Aber nein, der Typ ist einfach nur gut. Und die Gameplays sind wirklich super anzusehen. Bei der Gelegenheit übrigens auch nochmal angemerkt, wenn euch die Videos gefallen, dann könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen. Es gibt nichts, was mich so sehr motiviert, neue Videos zu machen, wie wenn ich sehe, dass es euch gefällt. Ich glaube eher, dass EA bzw. DICE, wobei es wahrscheinlich hauptsächlich EA ist, die da das letzte Wörtchen reden, wenn es um den Titel vom neuen Battlefield geht, dass sie sich wahrscheinlich, oder ich könnte mir vorstellen, dass sowas, dass sich irgendein Name ausgedacht wird. Also sprich, sowas wie Battlefield Hardline. Ja, jetzt halt nicht Hardline, sondern irgendwas, sowas wie, keine Ahnung, Battlefield Squads oder sowas in der Richtung, oder? Ja, ihr wisst, was ich meine. Irgendwas. Da kommt noch Battlefield und da kommt dann irgendwie irgendein griffiger Name dahinter. Ja, so richtig Marketingsprache wäre natürlich Battlefield Squad Experience. Aber so wird das Spiel wahrscheinlich eher nicht heißen. Oder aber, und ich habe da irgendwie so ein doofes Bauchgefühl. Und ich habe zwar mein Bauchgefühl, was Gaming-Themen angeht, in letzter Zeit oder auch die vergangenen Jahre öfters mal richtig gelegen, aber das ist so eine Sache, das widerstrebt mir das jetzt sogar zu sagen, aber ich habe so das Bauchgefühl, das nächste Battlefield wird tatsächlich Battlefield 2 heißen. Weil, ich meine, ich habe es ja mal so im Vorfeld zusammengereimt, weil es wird ja spätestens seit Battlefield 1 eh so ein bisschen auf, sagen wir so, das Spielgefühl und die alten Fans, nennen wir es mal, geschissen. Und dementsprechend, nachdem das alte Battlefield 2 so lange her ist, kann man das auch einfach ignorieren. Who cares, wer das damals gespielt hat, vollkommen wurscht. Und das nächste ist, man wird es wahrscheinlich einfach nicht Battlefield 2 schreiben, sondern wirklich Battlefield und dann irgendeine Abwandlung von 2. Also entweder schreibt man das aus Battlefield 2, also halt das Wort 2, oder aber man macht 2 Striche hin oder irgendwie sowas in der Richtung. Und ich traue EA irgendwie nichts sonderlich Kreatives zu in der Richtung. Und nachdem ihnen ja so viel dran liegt, dass die neuen Leute, die jetzt mit Battlefield 1 auch dabei gekommen sind, auf gar keinen Fall irgendwie verwirrt werden und sie ein ähnliches Problem haben wie Nintendo mit der Wii U. Ja, so nach dem Motto, was ist das jetzt? Ist die Wii U jetzt eine aufgebohrte Wii oder ist das jetzt ein Nachfolger? Man weiß es nicht. Könnte ich mir gut vorstellen, dass sie sich dazu entscheiden, wir nennen das ganze Ding einfach Battlefield 2 in irgendeiner Abwandlung. Und was EA auch gerne macht bei sowas ist natürlich, wenn es solche Verwirrungen gibt, dann wird das Ganze ganz fett mit Marketingbudget erschlagen. Da kommt dann, keine Ahnung, kommt dann Big Shuck
Big Chuck, der erzählt uns dann zum Beispiel, dass 1 plus 1 gleich 2 oder irgendwie sowas in der Richtung ist, Quick Muffs, und da wird dann Millionen... Leute, ohne Scheiß, ich kann mir den Werbespot so gut vorstellen. Big Chuck für Battlefield 2. Ich kann mir wirklich schon vorstellen, wie sie ihn dann da hinstellen. Und dann wird das Ganze mit ordentlich Marketing erschlagen, dass dann jeder weiß, dass Battlefield 2 eben nicht Battlefield 2 ist, beziehungsweise Battlefield 2. Das halte ich irgendwie so bauchgefühlmäßig am wahrscheinlichsten. Mich würde an der ganzen Geschichte interessieren, was ihr euch dazu denkt, ob ihr da eine Idee habt, ja, wie sie das Ganze nennen könnten, oder allgemein so, ob ihr das für so meinen Gedankengang irgendwie für logisch haltet, sofern denn irgendjemand für logisch halten kann. Aber ich kann es mir einfach richtig gut vorstellen. Big Shark spielt in der Werbung Battlefield 2 und das passt einfach zu gut, oder? Das passt einfach zu gut. Schreibt mal, was ihr dazu denkt. Und wir sehen uns am Wochenende diesmal wieder mit ein bisschen mehr Videos. Ich habe schon einiges geplant. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.